Das sieht nicht Hallo. So aus. Hallo! Willkommen in der Motorradmeisterei zum nächsten Video. Zwei in Folge. Wurde ja auch wieder Zeit. Genau, hatte ich euch beim letzten Mal versprochen, dass wir ein schönes Video drehen von zwei schönen Motorrädern. Nein. Die beiden? Nein, die beiden, genau. Nein. Scrambler und V4R. Nein, da geht es nicht drum. Es geht um welche, die richtig schön sind. Soll ich mal rumgehen? Ja, los, hau mal einen raus. Ja, komm, ich gehe. Wo willst du denn jetzt hin? Na, komm her jetzt hier. Damit man sie vernünftig sieht, Mensch. Komm her jetzt hier. Zack, da sind sie. Genau, hier sind die beiden. Geil, ne? Geil. Die World Championship Replikas, der Panigale V4. Im Pecco und im Alvaro Bautista Design. Bevor ich quatsche, schnell das Filmchen, weil die Dinger haben so viele Details. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal aus der Nähe angucken. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr exklusiv, der ganze Kram. Viel Spaß damit, bis gleich.
Geil, ne? Jau. Und so einen schönen Karton gibt es auch noch dazu. Jetzt stehe ich hier voll im Licht. Ja. Ich wollte da mit euch mal reingucken. Soll ich mal hier hingehen, Christian? Hier ja, ist gut? Ich folge dir. Perfekt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Motorräder sind sehr speziell. Es gab, was soll ich alles erzählen? Also die kommen als erstes, kommen die Dinger in der Holzkiste. Das ist schon mal der Kracher. Wir haben mal ein super Legera-Video gemacht. Wir haben jetzt kein Unboxing von, leider. Weil es einfach zeitechnisch nicht funktioniert hat. Und wir hatten zwischendurch wieder scheiß Wetter, dann kannst du die Dinger nicht auspacken. Musst du das Zeitfenster auswählen, dass das passt. Und deswegen haben wir die jetzt ausgepackt, fahrfertig gemacht, stehen hier oben, werden auch morgen schon ausgeliefert. Also das heißt, wenn ihr das Video seht, sind die Dinger schon weg beim Kunden. Die kommen in der Holzkiste, wie damals die Super Legera, wo wir das Video von gemacht haben. Da fängt das Ganze schon an. Wenn die Dinger dann da sind, steht dementsprechend dann noch ein großer Karton drauf, für wie im Motorrad. Ich habe jetzt mal Exemplare stehen von der Banyaya, also von der Maschine von Pecco, mal rausgeholt und den Karton aufgeschnitten. So ein Ding ist da drin, ist voll mit tollen Sachen. Ich ziehe jetzt mal nur den Deckel oben ab und lasse den Hauptkarton unten drin, weil ich das nicht alles rausnehmen möchte. In mehreren Etagen ist das aufgeteilt. Da habt ihr einmal ein Echtheitszertifikat mit einer Dokumentation dazu. Also sehr, sehr aufwendig. Dann habt ihr... Komm mal rum. In der zweiten Etage habt ihr dementsprechend nochmal Zubehör, einen Tankdeckel, Spiegelabdeckung, ein DDR+. Und darunter befinden sich noch weitere Teile. Einmal eine Abdeckung für das Fahrzeug obenrum. Ne? Eine Fahrzeugplane im Prinzip. Und ich glaube, ein Kupplungsdeckel ist da noch drin. Jawohl. So, haben sie richtig einen rausgehauen. Die Street Fighter Lamborghini hat ja so einen ähnlichen Karton. Wobei, da finde ich den ja noch mal eine Spur geiler. Ne? So, was hier super, super, super besonders ist bei den Fahrzeugen. Die sind von der Limitierung so klein, wie es meines Wissens nach kein anderes Modell gibt. Also wir haben ja oft Limitierung 500 Einheiten, 630 Einheiten bei dem Street Fighter Lamborghini und auch bei der Diavel. Bei der Diavel, genau. 500 war die Super Legera. 500 Super Legera, genau. Das ist dann schon eine Spur exklusiver. Jetzt habe ich die Fahrgestellnummer mal vorne gehabt. Die hast du nicht gefilmt, ne? Ich warte hier mal. Genau. Aber bei den Öfen ist es tatsächlich so, weltweit pro Einheit, pro Fahrzeug 260 Stück. Also das ist wirklich extrem wenig, also ungefähr halb so viel wie von den anderen Modellen oder von den Lamborghini-Öfen, die natürlich auch sehr, sehr begehrt sind, gibt es im Prinzip zweieinhalb mal so viele. Ne? Also das ist schon wirklich super, super wenig. Und die Pecco ist dementsprechend der MotoGP-Maschine nachempfunden. Vom Design als erstes, dass man das erkennt. Die Dinger sind durchnummeriert, haben eine gefräste Gabelbrücke, haben nummerierten Schlüssel. Nummern haben wir hier abgeklebt. Wie gesagt, Fahrzeug geht morgen zum Kunden. Die Fahrzeuge sind auch alle original signiert von den Fahrern. Also hier einmal dementsprechend von Pecco. Ich zeige es nochmal hier. Ich hatte es zwar schon gefilmt. Ja, einmal hier signiert. Ne? Und das ist tatsächlich original und dann auch unter Klarlack. Ne? Das heißt, das wird ewig dranbleiben. Und auch bei der Alvaro ist das dementsprechend auch so. Ne? Auch signiert. Hier ist der Tank geschliffen. So, und die Fahrzeuge haben wirklich, sind sehr teuer, muss man dazu sagen. Sind aber wirklich super stark limitiert und sind auch echt aufgerüstet bis zum Anschlag. Ne? Also was hier so an Zubehör, ich musste mir das tatsächlich mal zusammenschreiben und ausdrucken, weil ansonsten hätte ich mir das wieder alles nicht merken können mit meiner Durchgeschleudertheit. Also im Prinzip... Mit welcher möchtest du beginnen? Ja, ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden. Dann wie würdet ihr euch denn entscheiden? Wenn ihr jetzt sagen könntet, genau, alles spielt keine Rolex, ich will so einen Bock haben
Und angenommen, ihr seid in dem Pool, bei den Dingern war es so, die sind mehr oder weniger ja, zugelost worden, kann man schon fast sagen. Also ihr müsst halt schon in einer speziellen Kundenkartei, sage ich mal, sein bei Ducati, dass ihr überhaupt in den Genuss kommt, so ein Fahrzeug zu bestellen. Ja, die sind dann eben dann zugelost worden, zugeteilt worden. Und für welches Fahrzeug würdet ihr euch entscheiden vom Design her? Wir sind uns da so ein bisschen, ja, ich sage nichts. Ich habe auch einen, was heißt, mittlerweile habe ich einen Favoriten, aber ich sage euch nicht welchen, ich will euch da nicht beeinflussen. Schreibt mal ruhig in die Kommentare, welcher für euch schöner ist. Was technisch sind sie völlig gleich, ne? Was für euch da, was euch mehr zusagt. Jetzt mal davon ab, dass du Ducati-Händler bist, welche findest du, und auch von dem Fahrer mal abgesehen, welche findest du designtechnisch für dich schöner? Das wollte ich ja nicht sagen, habe ich gerade gesagt, weil ich die Kunden nicht beeinflussen will. Die jetzt gleich, weil ich meine, die Kunden, die Zuschauer, die jetzt gleich sagen sollen, welche sie schöner finden, die will ich nicht beeinflussen. Genau. Nicht, dass der Meister hat gesagt, die ist schöner. Schreibt mal rein. Ich erzähle euch in der Zeit ein bisschen was zu den Öfen. Also generell, klar, es ist kein großes Geheimnis, das ist eine Panigale V4, wie sie im Prinzip von der Basis auch käuflich ist. Das ist jetzt kein Superbike und auch kein MotoGP-Motorrad, eine Panigale V4. Von der Basis her könnt ihr sagen, ist es ja entweder eine S, die stark aufgerüstet ist, oder eine SP ohne Carbonräder. Das würde viele sagen, das ist ja eine S. Also ich würde eher sagen, es ist eine SP. Nur, dass halt die Carbonräder nicht drin sind, weil die in beiden Klassen keine Carbonräder fahren. Das ist einfach so. Und dafür dementsprechend Aluminiumräder. Hast du hier bei der Bautista mal die Felge gefilmt? Hier sind ja schwarze Räder drin, das kennt man schon. Ich bin hier sind der Meinung, die ja. Ansonsten wunderschön Silber. Das finde ich sehr, sehr cool. Weil das auch so ein... Gut, sieht so ein bisschen plastisch aus, aber in der Superbike-WM werden die tatsächlich mit silbernen Felgen gefahren. In der MotoGP mittlerweile vorne auch. Ist halt ein Thema mit Temperatur, ne, dass sie dann halt dementsprechend nicht so hohe Temperaturen, nicht auch noch die Sonnenstrahlung noch zusätzlich aufbauen. Ne? Genau. Ja, darüber hinaus haben die Buden natürlich echt alles mögliche an Zubehör. Sind mit einer Gabelbrücke dementsprechend hier oben signiert. Da steht dann dementsprechend nochmal drauf, was das genau ist. Im Übrigen, wenn ihr die Zündung auch anmacht, da kannst du auch mal reinfilmen. Ja? Warte mal, erst nochmal eben hier oben die Gabelbrücke, genau. Durchlaufende Nummer haben wir abgeklebt natürlich. Mal kurz ein bisschen dunkler machen, damit man sieht. Ein bisschen scharf machen, also glänzt natürlich wie verrückt. Ja, deswegen, jetzt kann man es sehen. Kannst du den Zettel noch mal ein bisschen drüber halten? Welchen Zettel? Den Zettel, einfach so ein bisschen, genau. Ja, so ist perfekt, ja, so kann man es sehen, okay. Geil. Film mal das Dashboard bitte. Moment, noch nicht. Noch nicht. Ja, natürlich nicht. Schön scharf. Jetzt müsste es eigentlich scharf sein. Müsste. Sehen wir gleich. Ja, ist scharf. Schön, ne? Geil. So, da steht natürlich dann auch unter dem Klebestreifen, den ich da jetzt aufgebracht habe, steht die durchlaufende Nummer, Nummer XXX von 260 Stück. Das ist dann natürlich alles da drin. Schlüssel ist graviert, wie immer, Dokumentation von dem Fahrzeug, alles toll. So, das Ding hat tatsächlich eben diese Lackierung, ne? Und nicht nur die Lackierung. Also es gibt halt eine andere Windschutzscheibe. Zugelassener Auspuff von Akrapovic, das ist das Erste, was da dran ist an dem Ofen. Die haben tatsächlich die Auspuffanlagen von Akra, den zugelassen, der mittlerweile, ich glaube, auch schon 5.800 Euro kostet. Der ist bei dem Fahrzeug inkludiert. Dann seht ihr eine andere Fußrastenanlage, die auch bei der SP2 dran ist. Es ist eine Trockenkupplung verbaut, also beide Modelle haben eine Trockenkupplung. Es ist ja, haben wir ja gerade in der Kiste gesehen, auch der Deckel dabei. Genau. Hitzeschutz, Zylinderbank hinten aus Kohlefaser. Sehr schön. Hinterradkotflügel Kohlefaser, okay. Abdreckung, Hinterradschwinge aus Kohlefaser auch. Geschmiedete Räder, genau, hatten wir auch gerade geguckt. Spezielle Animation beim Einschalten, Schlüssel, das hatten wir auch alles schon gerade. Motorradversandkiste, die gibt es natürlich dazu. Wenn einer so einen Bock kauft, dann könnt ihr natürlich auch die Holzkiste bekommen. Echtheitszertifikat hatten wir gesehen. Abdecktuch. So, jetzt hier das Zubehör. Genau, da wollte ich gucken. Genau. Perfekt. Dabei ist einmal dieser DDR-Stick, der da vorne in der Kiste drin war. Der ist für das Start-Recording zuständig, wenn so ein Ding tatsächlich mal gefahren wird. Aber ganz ehrlich, wenn ihr so ein Motorrad bekommt oder in dem Genuss seid, so ein Fahrzeug irgendwie zu kriegen, nicht fahren. Nein.
Auf keinen Fall. Bleib da, wo ich stehe, da stehst du vom Licht perfekt. Da stehe ich perfekt, das ist sehr gut. Okay, pass auf. Bei der Pecco, das ist diese hier, die hat tatsächlich zwei Sachen mehr auf dem Zettel. Ich weiß gar nicht warum. Das muss ich mal eben vergleichen. DDR-Stick, klar, Verschlusskennzeichenbeleuchtung ist unten drunter. Echtzeitzertifikat, Abziehbild. Michelin unter dem Tank. Siehst du, das muss ich wieder verstehen. Okay. Ducati hat 100% Erstausrüstung Pirelli. Deswegen ist hier kein Michelin-Sticker drauf, bin ich mir ziemlich sicher. Der wird in der Kiste sein. Das hat wieder irgendwelche besonderen Gründe. Das ist auch der Artikel, der mehr drauf ist. Genau, Abdecktuch, was dann auch dementsprechend bedruckt ist. Genau. Einheit Luftkanal rechts, links. Das sind die Bremskühlung noch aus Kohlefaser, Rhizoma-Tankverschluss. Genau, also viele, viele, viele Sachen. Sodass man tatsächlich irgendwie in der Nähe dieses Preises kommt. Also wenn ihr euch sagt, ich kaufe mir hier eine Panigale V4 SP2, was das vom Grundsatz eben ist, da reden wir ja auch schon von 41.000 Euro plus. Ne? Und dann dementsprechend das ganze Zubehör, Ausruf dazu, Fußrastenanlage dazu, paar Carbonteile, da seid ihr schon ratzfatz über 50. Ne? Das ist so. Und hier, klar, zahlt ihr noch ein bisschen mehr, habt eine sehr besondere Lackierung und ja, vor allem eine limitierte. Genau, eine von eine echte, ne? Also eine von 260 Stück. Das finde ich, macht die Dinger wirklich so interessant, dass es da wirklich nur 260 Stück von gibt. Ne? Weil viele machen das bei einer Panigale, kleben sich da irgendwas drauf. Aber das sind halt keine Replikas. Ne? Das ist halt nicht so ein Ofen, der tatsächlich von Ducati so ausgeliefert worden ist. Und das in so einer geringen Stückzahl. Ne? Also das finde ich schon echt sehr, sehr cool. Ich finde das krass, dass die limitierter ist wie die Superleggera, ja, so limitierter wie die 916. Ja, limitierter als alles, genau. Also das ist schon echt richtig, richtig gut. Und ja klar, ich meine gut, sonst müssen die Jungs dann, dann würden die heute noch Tanks unterschreiben, ne? Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Gibt es auch ein interessantes Video zu, müsst ihr mal gucken. Also nicht von uns, sondern von Ducati kam das direkt, wie die ganzen Tanks in einer Reihe liegen im Werk und die dann da durchgehen und die wirklich alle unterschreiben. Ne? Mhm. Also das ist schon sehr, sehr geil. Ne? Also absolute Traummotorräder, ne? Das ist wirklich so. Also ich würde sie nicht fahren, ich würde sie mir echt wegstellen und ja, top. Wie gesagt, technisch brauche ich nicht so wahnsinnig viel dazu erzählen, deswegen wird das Video auch relativ kurz werden, weil halt wir schon viele Panigale-Videos gemacht haben. Aber hier habt ihr jetzt tatsächlich die Möglichkeit, auch gerade in dem Filmchen, was Christian gedreht hat und was er vorhin reingeschnitten hat, die Dinger nochmal im Detail zu sehen. Ne? Weil so wie diese beiden Motorräder hier nebeneinander stehen, bin ich mir ziemlich sicher, stehen so zwei Stück nicht so schnell wieder irgendwo nebeneinander. Ja. Hallo. Hallo. Na, hier bin ich wieder. Ihr habt gerade mitgekriegt. Ich bin ganz schön leise geworden. Das war so nicht geplant. Irgendwie haben sich unsere Mikrofone abgemeldet. Leider haben wir das erst gesehen. Beim Schneiden. Als der liebe Christian die Schere in der Hand hatte und es schneiden wollte. Okay. Gut, was soll ich sagen? Einen Großteil dazu habe ich ja schon erzählt. Aber um euch so ein bisschen zu entschädigen, dass das Video dann an dieser Stelle so abrupt geendet hat, gehen wir jetzt nochmal runter. Da ist ein Teil nämlich noch verpackt und die packen wir jetzt zusammen mal aus. Dann seht ihr zumindest, wie die Dinger in den Holzkisten kommen. Das hatte ich nämlich am Anfang des Videos erzählt, dass die ja in speziellen Kisten geliefert werden. Das wir aber schon ausgepackt haben, weil das relativ aufwendig ist. Und dass das dann eben nicht alles nur ein riesiger Zeitraffer ist. Deswegen gehen wir jetzt live nach unten in die Werkstatt und packen das Ding aus. Im letzten Video habe ich es angesprochen. Zubehöraktion. Noch diesen Monat. Wir haben jetzt den 21. heute auch. Geil. Also letzte Woche gefilmt, heute ist der 21. Zubehöraktion läuft tatsächlich noch eine gute Woche. Wer es nicht gesehen hat, muss mal das andere Video angucken, was wir jetzt letzte Woche gebracht haben. Da habe ich das beschrieben. Es gibt tatsächlich, Christian war ganz aus dem Häuschen, für Panigale V4R einen sehr, sehr großzügigen Zubehörgutschein. Alle Multistrada V4 Modelle, Hyper Motard, V2 Troy Bayliss, Monster. Gibt es Zubehörgutscheine in verschiedenen Höhen von 1.500 Euro
bis hin zu, also von 1500 über 2500 bis hin zu 4000 Euro bei der R. Da bekommt ihr schon ein bisschen was und geht auch für Klamotten. Der Christian fasst sich ans Ohr. Es sind immer wieder Herausforderungen. Du musst, als Meister musst du scharf sein, als Meister musst du Ton haben. Oh, es ist, ja, der ist sehr schön, ne? Das ist Serie Unica. Aber wenn ihr sowas haben wollt, los, komm einmal schnell noch, ne? Das können wir natürlich gerne mal anfertigen, ne? Also das ist tatsächlich hier der schöne Ducati-Pulli. Den gibt es ja hier in Rot, so wie ihn der Meister trägt. Oder auch in Grau, wie ihn der Meister auch trägt. Ducati gebrandet können wir auch mit dem Logo versehen. Wenn ihr das möchtet, vorne, hinten. So ein Pulli kostet irgendwie, kostet 80 Euro, ne? Wenn da mal ein Logo drauf kommt. Ich würde sagen, das machen wir dann noch für lau, ne? Ich mache dann ja auch so ein bisschen Werbung und trage den Meister durch die Gegend. So, kommt, wir gehen jetzt mal nach unten und machen die viel versprochene Box auf. Das ist schon sehr geil. Also die letzte Kiste, die in so einer Box war, war eine Super Leggera. Hatte ich auch in dem Video gesagt. Das ist schon... Die dürft ihr auch nicht wegschmeißen. Gebraucht habe ich auch wieder ein paar. Könnt ihr mal bei uns auf die Seite gucken. So, Cristiano, kommen Sie in die heiligen Hallen. Da ist Carla. Oh, da ist Carla, ja, da ist Carla, genau. Den Christian, den hört man relativ leise heute. Der hat nämlich gar kein Mikro. Carla, das Stichwort. Danke, dass ihr mir so viele Genesungswünsche habt zukommen lassen. Sehr gut. Aber ich kann euch beruhigen, so schlimm ist es nicht. Ich stehe ja im Ganzen hier und das Motorrad sieht jetzt auch nur so schlimm aus, weil keine Verkleidung dran ist. Ne? Also im Großen und Ganzen ist da alles schick. Ne? Gut, ist jetzt auch die, bin auf die rechte Seite gefallen, ich habe den Gasgriff neu gemacht, den Lenkerstummel musste ich neu machen und das eine Verkleidungsteil ist tatsächlich kaputt rechts. Die anderen Sachen, die jetzt ab sind, sind nicht kaputt, die sind nur eben ab, ne? Weil ich natürlich alles sauber machen muss und da mache ich aber ein schönes Video, wenn wir die Kiste wieder in Gang bringen dazu. Weil Alter, was ist denn das für eine Gabel? Oh ja, genau, deswegen machen wir da ein Video. Christian, oh ja, ich habe dann, wo ich das Ding auseinander hatte, eine schöne Gabel noch eingebaut. Ne? Eine FGR von Uedins. Am Fahrwerk müssen wir noch ein bisschen was ändern. Dazu dann in dem Video mehr, warum und weshalb. Aber dann machen wir das jetzt auf jeden Fall ordentlich. Ne? So, da ist die Kiste. So kommen die Dinge an. Ihr habt ja schon viele, viele Unboxing-Videos von mir gesehen. Hoffe ich zumindest. Wer das noch nicht gemacht hat, sollte auf jeden Fall den Kanal abonnieren und mal in die Videothek gucken. Aber so einen heißen Ofen packe ich auch nicht jeden Tag aus. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Ist jetzt, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das Christian. Ich dachte schon, du fällst mir dahin. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das eine Bautista. Gut, jetzt schraube ich immer rum, jetzt wird es ein bisschen laut auf meinem Mikro. Guck mal, Christian, der Akku ist voll hier. Freundchen. Ja, der war wieder was, ne? Das ist wie bei Ice Age, ganz dünn. Genau. Alter, das Ding ist aber auch zugeschraubt, ey. So, ich glaube, wir haben alle. Willst du mit der Kamera herkommen? Mit der Kamera drauf? Ja, komm mit der Kamera her. Weil das Ding hier ist der Sperrholz, das wiegt nichts. Da könnt ihr gleich mit reingucken. Los, komm her, hier entsteht gleich ein Spalt. Oh, guck mal.
Ihn so streng. So sieht das aus, wenn das Ding da drin ist. Das ist schon der Renner. Würde ich mal sagen. Die anderen Buden haben die Jungs ausgepackt. Guck mal, hier liegt noch ein bisschen was drin. Das ist schon nett, ne? Kann auf keinen Fall was dran passieren. Was immer sehr cool ist. Guck mal, wir gucken jetzt hier mal drunter. Sind die Transportgewichte, die da dran sind. Guck mal her. Das sind ein paar schöne Lenkergewichte, ne? Ja, fast wie bei KTM, ne? Ja, geil. Ja, dass die halt nicht an die Kisten kommen, ne? Ja, ich bin ja mal gespannt. Ich habe euch ja aufgefordert, in die Kommentare zu schreiben, welche euch besser gefällt von den meinen. Und wenn ich die jetzt schon wieder auspacke hier, das ist schon der Renner, ne? Christian, was sagst du? Nehme ich mit ins Wohnzimmer. Also normalerweise muss man die ja tatsächlich, also wenn ich in der glücklichen Lage wäre, mir so ein Motorrad hinstellen zu können, ich würde die tatsächlich aufbauen lassen, Kennzeichenhalter ab, die Spiegelabdeckung sind ja dabei, die Spiegelabdeckung drauf, die Dinger hier runter, die normalen Gewichte dran, einmal durchchecken lassen, sauber machen und dann würde ich die wieder, gut, ich würde sie einmal drehen, also ich habe jetzt die Kiste im Prinzip, das sieht man vorher nicht, also ich habe es im Prinzip von der verkehrten Seite aufgemacht, in Anführungsstrichen. Die andere Seite mit der offenen Felge ist natürlich viel schöner. Wobei hier könnt ihr auf die Felge, auf die Kette gucken, ist auch schön. Da müsste man sich tatsächlich so ins Wohnzimmer stellen, so wie sie jetzt ist. Plexiglas vor. Genau, Plexiglas reinschneiden, einen Rahmen bauen lassen und dann da so hinstellen. Ne? Mhm. Das ist schon der Kracher. Verrückt. Ja, es gibt schon coole Sachen, definitiv. Ey. Aber, ne, sind mal alle Sachen, die im Leben, die Spaß machen, sind entweder verboten oder teuer, ne? Oder beides. Also hier ist es quasi das Letztere, verboten ist es nicht, aber definitiv teuer, ne? Aber geil. Okay, perfekt. So, ich hoffe, jetzt habe ich euch mit dem ersten Blick in so eine Kiste, wie es hier drin aussieht, dass ich euch da nochmal mitgenommen habe, so ein bisschen dafür entschädigt, dass oben bei dem Video 2 Minuten gefehlt haben. Also es war auch wirklich nicht viel. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, ihr könnt mir auch ganz einfach eine E-Mail schreiben oder ruft mich an. Schreibt es in die Kommentare, dann beantworte ich euch das natürlich. Ne? In diesem Sinne, schön, dass ihr reingeschaut habt, wie immer. Und wir halten euch jetzt mit Videos in der nächsten Zeit auf dem Laufenden. Jetzt haben wir ja die Saison beendet, mehr oder weniger. Es sind jetzt schon die ersten Neuheiten präsentiert worden. Ich sag mal, Stichwort Multistrada V4 RS ist jetzt vorgestellt worden. Und so nach und nach kommen jetzt für die 24er Saison die neuen Modelle. Da können wir mit Sicherheit ein bisschen was machen. Und wie gesagt, von Carla machen wir noch was. Und da sehen wir uns in Kürze wieder öfter. Ne? Perfekt, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis bald, ne?